So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Ne? Wir haben heute wieder was vorbereitet. Die Mom ist nämlich da und wir wollen wieder was testen. Und zwar muss ich das jetzt erstmal rumdrehen. Hebt das mal hoch. Und hier seht ihr Eistee. Das sind ja nur zwei Döschen. Sonst haben wir immer vier, das sind zwei. Aber das ist nicht schlimm. Denn das ist einfach von der Firma Rauch. Eistee. Sieht eigentlich ganz lustig aus. Habe ich, glaube ich, in Meiningen aus dem Lidl oder so gefunden. Nimm ich mit, steht da auch. Kühle Erfrischung. Die Dose sieht auf jeden Fall sehr genial aus. Wie gesagt, von der Firma Rauch. Eistee mit Zitrone. Ihr seht hier auch die sauren. Was halt weggeht, das Saure fliegt einfach weg. Kühle Erfrischung, nochmal Rauch-Eistee. Life is tasty, ne? Taste, tasty, tasty als Tee. Und hier nochmal Catch Me If You Can, echte Frucht, Rauch-Eistee mit Pfirsich. Ist ja eigentlich immer normal, es gibt ja eigentlich immer Pfirsich. Eistee und Zitroneneistee. Wie sieht's bei euch aus? Was trinkt ihr lieber? Pfirsich oder Zitrone? Ich finde Zitrone ist okay, aber wenn, dann trinke ich lieber Pfirsich. Beides mal. Also hier Eistee mit jedes Mal einem anderen Spruch dabei. Den wollen wir jetzt mal testen. Habt ihr auch schon mal den Rauch-Eistee probiert? Schreibt es mal in die Kommentare. Oder steht das noch, wo das her war? Ich glaube Lidl. Warum? War ich mit Pupsi nämlich unterwegs, hab das gesehen und Pupsi geht immer nur im Lidl einkaufen. Weil Zitrone nicht so gut schmeckt, meines Erachtens, machen wir mal Zitrone zuerst auf, probieren das. Die Mama sagt ja sonst immer eigentlich, Eistee soll man gar nicht trinken, wegen dem Schwarztee-Extrakt, dass das ungesund ist. Und eben also gesagt hat, ach, das ist ja Eistee, das geht ja. Da verstehe ich die Welt nicht mehr, ne? Wir schenken es jetzt mal ein. Von der Farbe her müsste eigentlich beides genau gleich aussehen. Sieht einfach aus wie ein kleines Glas Bier. Das gebe ich dir jetzt mal, da schäumt alles drin rum. Und dann kannst du mal gucken, wie der gute Rauch-Eistee schmeckt. Nimm ich mit kühler Erfrischung. Nö, dass der nicht kühl ist, der müsste nämlich kühler sein. Der war nämlich nicht im Kühlschrank. Nö, aber es sind ja eh mal minus 10 Grad in der Wohnung, deswegen dachte ich, das passt so. Ja, kann man trinken. Schmeckt eigentlich genau wie die großen Plastikflaschen, die es immer gibt, von allen möglichen Billig-Eistee-Herstellern. Und dazu merke ich jetzt eigentlich gar keinen Unterschied. Eistee aus der Dose ist mir aber neu. Was gibt es sonst noch für Eistee aus der Dose? Die meisten sind ja immer in Flaschen, sonst gibt es immer nur Limo in Dosen oder halt alkoholische Getränke. Aber Eistee aus der Dose habe ich in der Form noch nicht gesehen. Was trinkt ihr für Eistee? Lipton und gebt viel aus oder trinkt ihr auch Rauch-Eistee? Finde ich trotzdem eigentlich ganz angenehm, ist auch nicht zu bitter. Man merkt, dass es Eistee ist. Jetzt aber den Pfirsich. Der Pfirsich riecht natürlich schon viel fruchtiger, viel intensiver. Da haue ich dir auch mal wieder hier rein und muss sagen, es sieht wirklich so aus wie das andere. Oder siehst du einen Unterschied? Ja, das ist Pfirsichfarben, das andere war Zitronefarben, deswegen. Wir sind mal gespannt, für eine Dose musst du dich eh entscheiden. Ich würde den Pfirsich gerne haben, das heißt, der Zitrone bleibt für dich übrig. Schmeckt eigentlich schon fast wie diesen Krümeltee, den man sich selber macht. Nur, dass der Krümeltee viel süßer ist, weil der eigentlich nur aus Zucker besteht. Trotzdem, ja, so wurde das doch immer genannt, Krümeltee. Wenn ihr da Wasser zugebt und das löst sich dann auf. Diese löslichen Körner. Ja, löslicher Löseltee. Den man kalt und warm trinken kann, kalt und heiß. Also finde ich okay für zwischendurch ja, so. Wenn es schön kalt ist. Ist trotzdem jetzt nichts Besonderes, ich weiß nicht, von Eistee an sich, ich merke einfach gar keinen Unterschied, egal welcher Hersteller, welches, es schmeckt irgendwie alles gleich, Eistee ist Eistee. Und es gibt immer nur zwei Sorten Eistee so irgendwie. Bei Orangenlimonade ist das ganz anders, da gibt es die eine leckere, dann gibt es die andere gammelige, dann gibt es die extrem übertriebene, dann gibt es die, wo du denkst, okay, also... Bei Orange kann man viel falsch machen, an Limonade, auch bei Zitronen Limonade, aber bei Zitronen und Pfirsich-Eistee ist es wahrscheinlich einfach alles egal. Das war es jetzt erstmal.
jetzt wollte ich sagen, das Gute ist, es hat keine Kohlensäure, da muss man auch kein Bäuerchen machen. Aber wer genug trinkt, kann immer eins. Das war's von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses. Und eure Mama. Die da hinten steht und mich böse anguckt. Adi. Na, Adi liegt auch da. Gut.